Herzlich willkommen. Heute möchte ich dir die Top 10 der gesündesten Gemüsesorten vorstellen, die du in deine Ernährung einbeziehen kannst. Diese nahrhaften und vielseitigen Gemüsesorten sind reich an essentiellen Nährstoffen und bieten zahlreiche gesundheitliche Vorteile. Egal, ob du sie roh genießt, dünstest, grillst oder in köstlichen Gerichten verwendest, sie sind eine wertvolle Ergänzung für eine ausgewogene Ernährung. Lass uns nun einen genaueren Blick auf diese gesunden Gemüsesorten werfen und herausfinden, warum sie so gut für dich sind. Auf Platz 10 der Liste steht Knoblauch. Knoblauch wird seit Tausenden von Jahren aufgrund seiner vielfältigen medizinischen Eigenschaften geschätzt. Viele Menschen greifen auch heute noch zu zusätzlichem Knoblauch, um ihr Immunsystem zu stärken. Knoblauch enthält eine Verbindung namens Allicin, die ihm seinen charakteristischen Geruch und Geschmack verleiht, aber auch zahlreiche gesundheitliche Vorteile bietet. Allicin ist nur eine von 33 schwefelhaltigen Verbindungen im Knoblauch, und viele pflanzliche Lebensmittel, insbesondere verschiedene Gemüsesorten, sind bekannt für ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften. Menschen, die sich für solche Gemüsesorten entscheiden, können Krankheiten wie Multiple Sklerose umkehren. Das liegt daran, dass diese Gemüsesorten häufig einen hohen Gehalt an diesen Schwefelverbindungen aufweisen. Noch eine weitere Verbindung heißt Cystein, und falls du schon einmal von N-Acetylcystein oder NAC gehört hast, welches ein sehr beliebtes Nahrungsergänzungsmittel ist, liegt das daran, dass Cystein in Glutathion umgewandelt wird. Glutathion ist das wichtigste Antioxidans im Körper und einer der Hauptwege, um den Körper zu entgiften und zu reinigen. Natürlich enthält Knoblauch auch eine Vielzahl von Vitaminen und Mineralstoffen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass du große Mengen davon verzehrst, daher solltest du dich wahrscheinlich nicht allein auf Knoblauch als Quelle für diese Nährstoffe verlassen. Du kannst ihn sowohl roh als auch gekocht genießen. Roher Knoblauch ist reich an Allicin, einer starken Verbindung mit vielen gesundheitlichen Vorteilen. Gekochter Knoblauch ist mild im Geschmack, enthält aber dennoch wertvolle Nährstoffe. Es ist empfehlenswert, sowohl rohen als auch gekochten Knoblauch zu konsumieren, um von den verschiedenen Vorteilen zu profitieren. Nummer 9 auf der Liste ist die Zwiebel, die zur gleichen Familie wie Knoblauch gehört. Zwiebeln enthalten das schwefelhaltige Cystein, das zu Glutathion umgewandelt wird. Sowohl Knoblauch als auch Zwiebeln sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen, was sie zu wertvollen Bestandteilen einer gesunden Ernährung macht. Besonders Mineralstoffe sind in großen Mengen in Gemüse vorhanden, weshalb der Verzehr von ausreichend Gemüse wichtig ist, um unseren Körper mit diesen essentiellen Nährstoffen zu versorgen. Insbesondere Mineralstoffe spielen eine entscheidende Rolle für unsere Gesundheit und sollten daher in unserer Ernährung einen hohen Stellenwert haben. Zwiebeln enthalten etwa 7 bis 7,5 Gramm Nettokohlenhydrate pro 100 Gramm. Damit haben sie den höchsten Kohlenhydratgehalt unter den Gemüsesorten in unserer Liste. Warum ist es wichtig, den Kohlenhydratkonsum zu begrenzen? Das hängt von der individuellen Kohlenhydratempfindlichkeit ab. Viele Menschen, insbesondere Übergewichtige, leiden heutzutage unter einer Kohlenhydratunverträglichkeit und haben einen beeinträchtigten Stoffwechsel. Ihr Körper kann Kohlenhydrate nicht effizient verarbeiten. Eine Lösung für dieses Problem ist eine kohlenhydratarme Ernährung. Daher ist es ratsam, die Kohlenhydratmenge zu kontrollieren. Bei Zwiebeln können Sie immer noch eine moderate Menge konsumieren, beispielsweise eine durchschnittliche mittelgroße Zwiebel pro Tag. Allerdings sollten Sie den Verzehr nicht unbegrenzt steigern und sich bewusst sein, wie viel Kohlenhydrate Sie zu sich nehmen. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei Zwiebeln und Knoblauch ist, dass sie bei SIBO auftreten können. SIBO steht für bakterielle Fehlbesiedlung des Dünndarms und betrifft immer mehr Menschen. Dabei wachsen Bakterien an der falschen Stelle im Körper. Normalerweise sollten sich die Bakterien im Dickdarm befinden und nicht im Dünndarm. Wenn sich die Bakterien im Dünndarm ansiedeln und mit falschen Nahrungsmitteln gefüttert werden, insbesondere solchen mit einem hohen FODMAP-Gehalt, können verstärkte Gasbildung, Blähungen und Verdauungsprobleme auftreten. FODMAP steht für fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole, also verschiedene Formen von Kohlenhydraten wie Fructose, Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Zuckeralkohole. Diese kommen in kurzkettigen bis mittellangen Kohlenhydraten und Zuckeralkoholen vor.
Zwiebeln und Knoblauch enthalten viele Fructooligosaccharide, die vom Körper nur begrenzt aufgenommen werden. Wenn sie nicht gut absorbiert werden, gelangen sie in den Darm und dienen als Nahrung für Bakterien im Dünndarm. Wenn du vermutest, dass dies ein Problem sein könnte, solltest du dich über SIBO informieren und nach FODMAP suchen. Dabei werden Lebensmittel aufgelistet, die hohe Mengen an diesen Kohlenhydraten enthalten, mit denen dein Körper möglicherweise nicht gut umgehen kann. Wenn dies ein Problem für dich ist, kannst du die Knoblauch- und Zwiebelstücke auch einweichen, um einige dieser Fructooligosaccharide herauszuziehen. Warum habe ich gerade diese spezifischen Gemüsesorten ausgewählt? Nun, sie zeichnen sich durch einen niedrigen Kohlenhydrat- und Zuckergehalt aus, liefern jedoch eine Vielzahl an wertvollen Nährstoffen. Dadurch kannst du von den gesundheitlichen Vorteilen profitieren, ohne dabei große Mengen Zucker zu konsumieren. Besonders interessant sind die enthaltenen Mineralstoffe Kalium und Magnesium, die eine wichtige Rolle für unseren Körper spielen. Natürlich sind auch zahlreiche weitere Mikronährstoffe enthalten, wobei Natrium ebenfalls von Bedeutung ist und durch das Hinzufügen von Salz zu unseren Speisen aufgenommen wird. Die Portionsgröße ist auch wichtig zu beachten. Ein Beispiel hierfür ist Petersilie, bei der nur begrenzte Mengen verzehrt werden können im Vergleich zu anderen Gemüsesorten wie Blumenkohl oder Brokkoli. Die meisten Gemüsesorten, über die ich spreche, unterstützen die Leber auf zwei Arten bei der Entgiftung des Körpers. Entweder enthalten sie organosulfurische Verbindungen, die dem Körper bei der Entgiftung und der Produktion von Glutathion helfen, oder sie gehören zur Kreuzblütlerfamilie und enthalten eine Vielzahl von Phytonährstoffen und bestimmten chemischen Verbindungen, die der Leber bei der Entgiftung und dem Ausscheiden von Schadstoffen aus dem Körper unterstützen. Auf Platz 8 stehen Rosenkohl, die zur Familie der Kreuzblütler gehören. Sie unterstützen die Leber und enthalten einen spezifischen Bestandteil namens Kämpferol, der intensiv erforscht wurde. Kämpferol ist bekannt für seine antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften und zeigt sogar positive Auswirkungen auf die Bekämpfung von Krebs. Auf Platz 7 stehen Tomaten. Du kannst sie kochen, roh essen, als Snack genießen oder sie auf andere Gerichte legen. Tomaten enthalten Vitamine, Mineralstoffe und ein paar Antioxidantien namens Lycopin und Lutein, die in Bezug auf die Förderung der Gesundheit und die Umkehrung von Krankheiten intensiv erforscht wurden. Doch ich möchte nicht zu sehr auf diese spezifischen Chemikalien eingehen. Es ist großartig, dass Forschung betrieben wurde und wir mehr darüber erfahren haben, aber lasse uns die Dinge nicht zu kompliziert machen. Fokussiere dich auf das Gesamtbild und wähle eine Vielfalt an guten Gemüsesorten für deine Ernährung aus. Bei meiner Auswahl habe ich auch die Verfügbarkeit betrachtet, also ob man sie in den meisten Geschäften kaufen kann und ob sie erschwinglich sind. Zudem habe ich berücksichtigt, ob man sie das ganze Jahr über bekommen kann. Auch meine persönlichen Geschmacksvorlieben habe ich einbezogen, also welche Gemüsesorten ich persönlich mag und mit welchen ich vertraut bin, wie man sie zubereitet. Ein weiterer Aspekt sind die sogenannten Dirty Dozen und Clean 15. Dabei werden regelmäßig Messungen durchgeführt, um festzustellen, wie viele Chemikalien und Pestizide auf den Lebensmitteln zu finden sind. Nun möchte ich den Unterschied zwischen Bio und konventionell ansprechen. Oft wird angenommen, dass konventionelle Landwirtschaft die traditionelle Art der Lebensmittelproduktion ist, während Bio als eine Art Ausnahme betrachtet wird. Bio ist der natürliche Zustand, wie es auf unserem Planeten seit Anbeginn war. Es wurden keine Pestizide und Chemikalien hinzugefügt. Die konventionelle Landwirtschaft, bei der seit einigen Jahrzehnten Pestizide auf Lebensmittel gesprüht werden, sollte meiner Meinung nach eher als chemisch belastet bezeichnet werden, da dies der Realität entspricht. Die Clean 15 sind diejenigen Gemüsesorten, bei denen die geringsten Mengen an Pestiziden gefunden wurden. Dazu gehören Avocado, Zwiebeln, Auberginen und Spargel. Diese Sorten können bedenkenlos gekauft werden, auch wenn sie nicht unbedingt bio sind. Zusätzlich zu diesen gehören auch Kohl, Blumenkohl, Brokkoli und Pilze zu den Gemüsesorten mit einer sehr geringen Pestizidbelastung. Im Gegensatz dazu bilden die Dirty Dozen eine Gruppe von Gemüsesorten, bei denen die höchsten Mengen an Pestiziden festgestellt wurden. Hierzu zählen Spinat, Grünkohl,
Tomaten, Sellerie und Kartoffeln. Wenn du diese Gemüsesorten konsumierst, ist es ratsam, auf Bioprodukte zurückzugreifen, um die Belastung mit Pestiziden zu minimieren. Es ist wichtig zu beachten, dass die Zusammensetzung der Clean 15 und Dirty Dozen jährlich überprüft und aktualisiert wird, da sich die Pestizidbelastung ändern kann. Daher ist es sinnvoll, regelmäßig Informationen zu den aktuellen Ergebnissen zu suchen, um fundierte Entscheidungen bezüglich des Gemüsekaufs zu treffen und die eigene Gesundheit zu unterstützen. Nummer 6 ist Kohl, und er ist äußerst vielseitig und preiswert. Kohl gehört zur Kreuzblütlerfamilie, was bedeutet, dass er der Leber bei der Entgiftung hilft. Zudem ist er reich an Vitaminen, Mineralstoffen und insbesondere an Vitamin C, das in hoher Menge enthalten ist. Du brauchst also nicht unbedingt Obst, Orangen oder Orangensaft zu konsumieren, um deinen Vitamin C-Bedarf zu decken. Kohl bietet eine hervorragende Alternative. Kohl bietet unzählige Zubereitungsmöglichkeiten. Du kannst ihn roh essen, aber auch gekocht verwenden. Ein beliebtes Gericht ist beispielsweise Krautsalat. Dabei solltest du darauf achten, keinen Zucker hinzuzufügen. Stattdessen kannst du eine einfache Dressing aus Olivenöl, Essig, Salz, Pfeffer und Kräutern wie Basilikum verwenden, um einen köstlichen Salat zuzubereiten. Beim Verzehr von Kohl und anderen Gemüsesorten sollten wir auch an das Mikrobiom denken, das eine Sammlung von etwa 40 Billionen lebenden Organismen in unserem Darm darstellt und zur Gesunderhaltung beiträgt. Diese Mikroorganismen werden durch Ballaststoffe, die in kohlenhydratreichen Lebensmitteln enthalten sind, ernährt. Während Ballaststoffe die gewünschten Bakterien fördern, werden unerwünschte Bakterien durch den Konsum von zu viel Zucker begünstigt. Ein Ungleichgewicht in der Darmflora kann entstehen, wenn wir zu viel Zucker und zu wenig Ballaststoffe zu uns nehmen. Eine weitere interessante Möglichkeit, Kohl zu nutzen, besteht darin, ihn zu fermentieren. Durch die Fermentation werden nicht nur Ballaststoffe bereitgestellt, sondern das Gemüse enthält auch bereits Probiotika, also gesunde Bakterien, die vorteilhaft für das Mikrobiom sind. Sauerkraut ist eine beliebte fermentierte Kohlvariante, aber es gibt auch viele andere Gemüsesorten, die sich für die Fermentation eignen. Je mehr fermentierte Lebensmittel du in deine Ernährung einbeziehst, desto besser kannst du das Gleichgewicht in deinem Mikrobiom unterstützen. Eine häufig gestellte Frage dreht sich um Probiotika und ob sie notwendig sind. Ich bin kein großer Fan von der Art und Weise, wie sie verwendet werden. Um Probiotika besser zu verstehen, sollten wir sie als Samen betrachten. Wenn du eine Kapsel mit 20 Milliarden Einheiten kaufst, sind dies die Samen. Aber Samen benötigen einen geeigneten Ort zum Wachsen. Wenn du Blumensamen in fruchtbaren Boden pflanzt, gedeihen wunderschöne Blumen. Wenn du jedoch diese Samen auf den harten Beton wirfst, wird kaum etwas wachsen. Genauso verhält es sich mit Probiotika. Viele Menschen haben geschädigte Verdauungssysteme, in denen keine günstigen Bedingungen für das Wachstum von Probiotika herrschen. Das eigentliche Problem liegt darin, dass bereits ein Ungleichgewicht besteht. Daher sollten wir den größeren Zusammenhang betrachten. Es ist wichtig, ganze Lebensmittel zu essen, den Zuckerkonsum zu reduzieren, die Ballaststoffzufuhr zu erhöhen und fermentierte Lebensmittel zu konsumieren. Auf diese Weise schaffen wir eine gesunde Grundlage im Verdauungstrakt, auf der Probiotika gedeihen können und ihre Wirkung entfalten. Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Ballaststoffen und fermentierten Lebensmitteln legt den Grundstein für ein gesundes Mikrobiom und unterstützt die Wirkung von Probiotika. Es ist wichtig zu verstehen, dass Probiotika nicht die alleinige Lösung für Verdauungsprobleme darstellen. Sie sind ein Teil des größeren Bildes. Indem wir einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, können Probiotika einen wertvollen Beitrag zur Gesundheit des Verdauungssystems leisten. Es geht nicht nur darum, Probiotika einzunehmen, sondern auch darum, die richtigen Bedingungen für ihr Wachstum zu schaffen und gleichzeitig eine gesunde Lebensweise zu pflegen. Nummer 5 ist die Paprika. Sie enthält viel Vitamin C, deutlich mehr als Orangensaft, und hat einen geringeren Zuckergehalt. Mit nur etwa 3-4% Nettokohlenhydraten kannst du reichlich Paprika genießen. Das Beste daran ist, dass du sie roh oder gekocht essen kannst.
Sie gehört zu meinen persönlichen Favoriten. Du kannst sie in Salate geben, anbraten oder sie sogar als Snack verzehren. Nummer 4 auf meiner Liste ist Blumenkohl. Dieses vielseitige Gemüse ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen, insbesondere Kalium. Es gehört zur Familie der Kreuzblütler und unterstützt die Lebergesundheit. Der entscheidende Vorteil für viele ist jedoch der niedrige Kohlenhydratgehalt von nur etwa 3%. Daher ist Blumenkohl bei Menschen, die sich für eine kohlenhydratarme Ernährung interessieren, äußerst beliebt. Blumenkohl bietet zahlreiche Zubereitungsmöglichkeiten. Du kannst ihn zu einer Art püriertem Ersatz für Kartoffeln verwandeln oder als Reisersatz verwenden. Er eignet sich sowohl zum Dämpfen als auch zum Backen im Ofen. Das Beste daran ist, dass du eine großzügige Menge davon genießen kannst. Mit etwa 300 bis 400 Gramm Blumenkohl erhältst du bereits einen erheblichen Anteil an deinem täglichen Kaliumbedarf. Oftmals werden Produkte mit dem Hinweis mit Blumenkohl beworben. Besonders im Zusammenhang mit Low Carb und Keto-Ernährung ist Blumenkohl sehr populär geworden. Viele Hersteller bieten Pizzaböden an, die angeblich aus Blumenkohl bestehen. Allerdings verschweigen sie, dass der Hauptbestandteil dieser Böden tatsächlich aus anderen Stärkequellen besteht. Wenn du diese Produkte und ihre Zutatenliste genauer betrachtest, wirst du feststellen, dass diese Blumenkohl-Pizzaböden genauso viele Kohlenhydrate enthalten wie herkömmliche Pizzaböden aus Weizenmehl. Es ist wichtig, beim Kauf solcher Produkte auf das Kleingedruckte zu achten und sich nicht von irreführenden Marketingaussagen täuschen zu lassen. Nur weil auf der Verpackung steht, dass ein Produkt mit etwas Gesundem wie Blumenkohl oder glutenfrei hergestellt wurde, bedeutet das nicht automatisch, dass es ein gesundes Lebensmittel ist. Viele Lebensmittelhersteller nutzen solche Angaben, um Produkte als gesünder darzustellen, als sie tatsächlich sind. Die Liste von nur 10 Gemüsesorten ist im Vergleich zu der Vielfalt an köstlichem Gemüse, die es da draußen gibt, recht kurz. Doch möchte ich auch einige besondere Gemüsesorten hervorheben. Dazu gehören Pilze, grüne Bohnen, Sellerie, Spargel, Petersilie und Auberginen. Jedes dieser Gemüse hat seinen eigenen charakteristischen Geschmack und bietet eine Fülle von Nährstoffen. Es gibt jedoch noch weitere bemerkenswerte Gemüsesorten. Dazu gehören Zucchini, Radieschen, Spinat, Grünkohl, Mangold und Blattkohl. Die grünen Gemüsesorten, wie Pilze und Spargel, befinden sich auf der Clean 15 Liste. Das bedeutet, dass sie voraussichtlich am wenigsten Pestizidrückstände aufweisen. Die Clean 15 Liste hebt Gemüsesorten hervor, die relativ sicher hinsichtlich Pestizidbelastung sind. Diejenigen in Rot, wie Sellerie, Spinat und Grünkohl, sind auf der Dirty Dozen Liste, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich Pestizidrückstände enthalten. Wenn Sie diese Gemüsesorten kaufen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die Bio-Variante wählen. Bio-Produkte haben strengere Vorschriften in Bezug auf den Einsatz von Pestiziden und sind daher weniger belastet. Diejenigen in Weiß sind die, zu denen es in dieser aktuellen Liste keine Informationen gibt, da nicht alle Pflanzen jedes Mal gemessen werden. Wenn ich Auberginen kaufe, achte ich darauf, dass sie biologisch angebaut wurden, da fast alle auf dem Markt erhältlichen Auberginen genetisch verändert sind. Das gleiche gilt für Zucchini. Nummer 3 ist Brokkoli. Es enthält viele Nährstoffe und gehört zur Kreuzblütlerfamilie. Es hat nur 4% verwertbare Kohlenhydrate. Du kannst es dämpfen oder grillen. Es ist so einfach, es zuzubereiten und lecker. Eines meiner persönlichen Ärgernisse besteht darin, dass bei der Darstellung der Vorteile von Brokkoli und vielen anderen pflanzlichen Lebensmitteln oft falsche Aussagen gemacht werden. Es wird behauptet, dass sie zur Behandlung von bestimmten Dingen verwendet werden können. Dabei handelt es sich um einen medizinischen Begriff. Nehmen wir zum Beispiel die Behandlung von Krebs in der medizinischen Welt. Dort werden Krankheiten mit Medikamenten behandelt, die darauf abzielen, den Körper zu unterdrücken und zu stören. Sie wirken, indem sie die physiologischen Prozesse hemmen und sich in den natürlichen Ablauf des Körpers einmischen. Nahrung behandelt keine medizinischen Zustände, Symptome oder Krankheiten. Sie unterstützt den Körper, indem sie ihm das gibt, was er braucht, um ins Gleichgewicht zu kommen und die Gesundheit zu fördern.
Eine ausgewogene Ernährung hilft dem Körper, seine natürlichen Funktionen wiederherzustellen. Eine übermäßige Zufuhr von störenden Substanzen kann jedoch zu Ungleichgewichten führen und die Gesundheit beeinträchtigen. Es ist wichtig, die Rolle der Ernährung richtig zu verstehen, um Missverständnisse zu vermeiden. Es geht letztendlich um Gesundheit, wenn alles im Körper funktioniert und ihm erlaubt wird, ins Gleichgewicht zurückzukehren, wenn er das hat, was er braucht. Wenn wir ihm das geben, was er haben muss, bewegen wir uns in Richtung Gesundheit. Nummer 2 ist Salat, und es gibt eine Vielzahl von Sorten, wie Römersalat, grüner Blattsalat, roter Blattsalat und Frühlingsmischung. Diese Sorten sind reich an Nährstoffen und Ballaststoffen. Mit Salat kann man eine große Schüssel zubereiten und sich richtig satt essen, da er nur wenige Kohlenhydrate und Kalorien enthält. Salat ist eine gesunde Option für eine ausgewogene Ernährung. Salate sind vielseitig und können auch als Snack genossen werden. Kreative Variationen wie das Einrollen von Käse und Schinkenscheiben verleihen ihnen zusätzlichen Genuss. Eine weitere Möglichkeit, Salate zu genießen, besteht darin, sie als Grundlage für Burger ohne Brot zu verwenden. Man legt einfach eine Schicht Salatblätter auf den Teller, platziere den Burger darauf und garniert ihn mit einer Vielzahl köstlicher Zutaten. So kann man einen geschmackvollen Burger genießen, ohne dass ein Brötchen nötig ist. Nummer 1 auf der Liste ist die Avocado, vielleicht die perfekteste Schöpfung der Pflanzenwelt überhaupt. Sie enthält nur 2% Netto-Kohlenhydrate, obwohl sie mit 9% Kohlenhydraten gelistet ist. Davon sind 7% Ballaststoffe, die größtenteils unverdaut bleiben und eine gesunde Nahrung für die guten Darmbakterien darstellen. Avocado enthält auch eine hohe Menge an Kalium, nämlich 500 Milligramm pro 100 Gramm. Wenn man also 2 oder 3 Avocados isst, deckt man bereits den Großteil des täglichen Kaliumbedarfs ab. Außerdem sorgt Avocado aufgrund ihres hohen Gehalts an gesunden Fetten für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Avocado zu verwenden. Man kann sie praktisch bei jeder Mahlzeit genießen. Die Vielseitigkeit der Avocado ist einfach beeindruckend. Und als ob das noch nicht genug wäre, ist die Avocado auch auf Platz 1 der saubersten der Clean 15 Liste. Wenn du das Gefühl hast, dass Bio-Avocados etwas teurer sind und du dich einschränken musst, kannst du beruhigt sein, denn Avocados zählen zu den Pflanzen, bei denen du wahrscheinlich nicht unbedingt Bio-Qualität benötigst. Wir hoffen, Sie haben nützliche Informationen über die gesündesten Gemüsesorten erhalten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, laden wir Sie herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren, um über zukünftige Videos informiert zu bleiben. Wir freuen uns auch über einen Daumen hoch und Ihren Kommentar dazu, welches Gemüse Ihnen am besten gefällt. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Nicht vergessen. Dank euch aufgewachten Seelen da draußen, kann die Welt zu einem besseren Ort werden, als wir denken.